Hey Leute, ich bin heute an der Nordsee am Strand, weil heute geht's um Sand. So, und jetzt könnt ihr mich bitte wieder ausbuddeln hier. Hallo? Wo sind alle hin? Hallo? Hilfe! Mein Knie juckt. Sand gibt's in der Wüste und, na klar, am Strand. Man kann daraus coole Burgen bauen oder auch lustige Figuren. Und man kann super Sport drauf machen. Also, ja, wenn man es kann. Aber Sand ist nicht nur zum Spaß da, sondern er ist einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt. Ohne Sand gäbe es unsere Wolkenkratzer nicht und auch nicht unsere Fußballstadien. Denn im Beton steckt Sand. Ohne Sand hätten unsere Häuser auch keine Fenster, denn auch Glas wird aus Sand hergestellt. Und unsere Handys und Tablets würden nicht funktionieren, denn die arbeiten mit Mikrochips und um die zu bauen braucht man, genau, Sand. Auf der ganzen Welt verbrauchen wir pro Jahr 15 Milliarden Tonnen Sand. Das ist eine 15 mit nicht 3, auch nicht 6, sondern 9 Nullen hintendran. Unfassbar! Wir brauchen so viel Sand, dass die Menschen sogar schon begonnen haben, ihn vom Meeresgrund abzusaugen. Ich check heute, was das für unsere Umwelt bedeutet, was Sand eigentlich genau ist und woher er seine unterschiedlichen Farben bekommt. Außerdem baue ich mir meine eigene Checker-Sandburg und ich borde einen Mega-Sandberg runter. Also, fast. Also, alle bereit? Hier kommt der Sandcheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Wie kommt der Sand an den Strand? Warum wandern Sanddünen? Und was ist Sandboarding? Das check ich für euch. Los geht's in Bremerhaven. Das hier ist Hendrik. Er ist Geologe und weiß einfach alles zum Thema Sand. Außerdem spielt er super Beachvolleyball. Ah, Mist. Naja, wenigstens habe ich mein Feld schon mal gut umgegraben, sodass wir eine Probe nehmen können. Ich will nämlich wissen, was dieser Sand eigentlich genau ist. Ein paar andere Sandarten schauen wir uns auch noch an. Leider kein Strandwetter heute. Deshalb Jacken bitte. Dankeschön. Hendrik, du bist ja riesengroß. Ich baue mir erstmal ein Podest oder so, glaube ich. Gib mal eine Schaufel. So, hallo. Guck mal, das hier ist doch der Sand, den wir da von hier unten reingefüllt haben. Genau, das ist der Sand. Aber aus was besteht der denn jetzt? Was ist denn Sand eigentlich? Sand ist einfach eine Korngröße. Also es kommt letztendlich einfach darauf an, wie groß diese einzelnen Körner sind. Ach so? Die Geologen haben dann dafür Siebe, um das zu überprüfen, ob das alles Sand ist. Dann schütten wir hier einfach mal was rein. So, das darf reichen. Und jetzt kannst du mal sieben, also einfach hin und her schütteln. Ja, geht nicht alles durch. Genau, da geht nicht alles durch. So ein paar gröbere Sachen bleiben hängen. Ja. Die sind also hier oben drin. Und zwar sind die größer als 2 mm. Und alles, was hier jetzt noch drin hängen bleibt, ist kein Sand, sondern das ist Kies. Okay, und alles, was da durch ist, ist ja dann der Sand. Das ist der Sand. Schauen wir mal. Tada! Und die Untergrenze bei Sand ist 0,063 mm. Das ist also ja, so dünn wie ein menschliches Haar. Also wirklich winzig. Also diese Maschenweite von dem Sieb hier ist wirklich sehr klein. Ja. Und alles, was da jetzt durchkommt, dieses staubige Zeug hier, das ist Schluff. Oder auch Ton. Ja. Ton ist noch feiner als Schluff. Aha. Also wirklich winzige Körnchen, die so klein sind, dass sie schon nicht mehr als Sand zählen können. Genau. Was genau ist denn das jetzt eigentlich für ein Material? Letzten Endes ist das hier zerkleinertes Gestein. Also das, was du in den Alpen zum Beispiel, also im Gebirge hast, diese Felsen, das ist Gestein. Und wenn man das immer mehr abträgt, dann wird irgendwann Sand draus. Also so ein Material hier, so Stein, ist die Ausgangsform von Sand. Genau. Hoch oben im Gebirge sind Felsen und Steine ganz schön krassen Bedingungen ausgesetzt. Mal brennt die Sonne runter, dann pfeift der Wind drüber, dann regnet es wieder in Strömen und im Winter setzt der Frost dem Gestein zu. Die Felsen bekommen Risse und brechen auseinander. In Gebirgsbächen werden die Steine mitgeschleppt und dabei immer weiter zerkleinert. Aus den Bächen geht es dann in größere Flüsse. Die Steinchen reiben weiter gegen den Boden und schlagen gegeneinander. Dabei werden sie noch kleiner, bis sie irgendwann nur noch Sandkorngröße haben. Aber wie kommt der Sand von dort an den Strand? Checkerfrage. Wie kommt der Sand an den Strand?
die Flüsse bringen Sand mit. Aha. Und an der Flussmündung trifft ja das Flusswasser auf das Meer. Und da wird es natürlich auch ein bisschen abgebremst. Und der Fluss kann eben nicht einfach das Material, also diesen Sand, den er anbringt, weit ins Meer hinausbringen, sondern der Sand lagert sich einfach ab. Und dann kommt das Meer eben ins Spiel. Aha. Und wenn es dann Strömungen gibt und Wellen, dann wird der Sand eben entlang der Küste verfrachtet. Okay. Und dann ergibt sich eben so ein schön langgezogener Streifen und so ein Strandsand. Wie sich der Sand im Meer verteilt, probieren wir jetzt mal aus. Stellt euch mal vor, das Aquarium ist das Meer und das hier ist der Fluss. Und im Flusswasser schwimmt der Sand mit. Achtung! Der Sand sammelt sich erstmal da an, wo der Fluss ins Meer mündet. Hier vorne so. Und die Wellen und Meeresströmungen verteilen den Sand dann die Küsten entlang. Und so entstehen Strände. Im Meer unter Wasser sieht das ungefähr so aus. Schön, oder? Wind und Wetter zersetzen die Steine aus den Bergen. Als Sand kommen sie über die Flüsse ins Meer. Die Meeresströmung trägt sie dann an die Küsten. Gecheckt. Und jetzt eine Frage an euch. Welcher Sand eignet sich am besten zum Bauen? A. Runder Sand. B. Eckiger Sand. Oder C. Gelber Sand. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Wo kommen denn die unterschiedlichen Farben vom Sand her? Ich meine, hier haben wir allein schon 5 verschiedene Farben. Ja, also das kommt ganz aufs Ausgangsmaterial drauf an. Und das in dem Fall wäre jetzt Vulkangestein. Echt? Also zum Beispiel erkaltete Lava. Krass, echt? Wenn die dann zertrümmert wird, dann gibt das eben auch so einen Kies oder dann halt so einen Vulkanstrand. Das heißt, dieses Zeug hier ist echt mal irgendwann von einem Vulkan ausgespuckt worden, ist hart geworden und wird dann zu so einem Stein. Genau. Das hier sieht zwar aus wie Salz, ist aber auch Sand. Der ist nicht aus zermahlenem Stein, sondern aus zerriebenen Muscheln und Korallen. Daher die weiße Farbe. Und woraus besteht dieser rote Sand? Ich frag mal. Das ist jetzt ein Sand aus der Wüste. Und da ist einfach, wenn sich da so ein bisschen Eisen drumherum bildet, ja, dann bekommt das eben diese rostrote Farbe. Und das heißt nicht, dass das überall in der Wüste so ist, aber es kann so sein. Wo kommt denn in der Wüste das Ausgangsmaterial her, der große Stein? Ja, das kann zum Beispiel einfach ein Felsen sein, der da in der Wüste steht. Ja. Ja. Und auch der Wind hat natürlich eine starke Kraft. Wenn der Wind immer ordentlich bläst, dann kann es auch sein, dass das Gestein da abgeschliffen wird und abgetragen wird. Ja. Dann bilden sich so schöne Dünen. Solche Dünen können hunderte Meter hoch werden. Und das Coolste, sie bewegen sich. Und warum? Check ich jetzt. Warum wandern Sanddünen? Um das zu klären, schütte ich mir in der Bude selbst mal eine Düne auf. Oh Mann, ey, hoffentlich kriege ich den ganzen Sand hier wieder raus. Fertig! So, mal zum Vergleich. Gar nicht schlecht, oder? Naja, fast. Das Abgefahrene bei den Sanddünen ist, dass sie sich bewegen. Die wandern pro Jahr bis zu 15 Meter. Deshalb nennt man sie auch Wanderdünen. Schuld daran ist der Wind, der über diese trockenen Landschaften fegt. Der Wind weht den Sand auf die Düne rauf, bis an die Kante. Und hinter der Kante purzelt der Sand runter und lagert sich da ab. Jetzt würde natürlich die Düne immer breiter werden, aber der Wind fegt ja auch hier oben dagegen und trägt damit die Kante auch wieder ein Stück weiter nach hinten. Und das passiert immer und immer wieder. So, dass sich die Düne im Schneckentempo Meter für Meter weiter bewegt. Und dann letzten Endes wandert. Der Wind bläst Sand auf die Düne, der sich hinter der Kante ablagert. Die alte Kante wird abgetragen und eine neue entsteht. Die Düne wandert. Gecheckt. Weiter geht's auf der Insel Rügen am Strand. Hier will ich mir eine Sandburg bauen. Aber nicht irgendeine, sondern die schönste und coolste am ganzen Strand. Damit das klappt, hilft mir Franzi. Franzi ist eine super Sandburgenbauerin und hat ein paar echt coole Bautricks auf Lager. Bin schon gespannt.
Und dann in die Mitte damit? In die Mitte, aber mach nicht so einen riesen Berg. Das erste Fundament soll ungefähr so hoch erst werden. Okay. So, und wofür brauchen wir dieses Fundament da jetzt, das wir da bauen? Naja, wir können die Turmspitzen ja nicht gleich auf dem Boden bauen, sonst wäre das keine richtige Burg. Deswegen bauen wir jetzt erstmal 2 oder 3 Etagen. Und dann kommen da die ganzen Burgzipfel drauf. Okay, wie bei einer Torte eigentlich. Genau. Eine große Torte. Wie eine große Geburtstagstorte. Wieso bauen wir das jetzt eigentlich genau hier? Wieso ist das ein guter Ort? Naja, siehst du da, wo der Sand so ein bisschen dunkler ist? Aha. Das heißt, bis dahin ist das Wasser schon gekommen wegen der Flut. Und wenn wir das da jetzt bauen würden, dann würde später irgendwann wieder das Wasser kommen und dann wäre die ganze Arbeit umsonst. Ah ja, weil die das wegspült einfach. Genau. Und warum bauen wir dann nicht einfach ein Stück weiter oben, dann sind wir sicher? Sind wir gerade noch nah genug am Strand oder am Wasser, dass der untere Sand noch feucht ist. Und das ist gut fürs Bauen, weil dann klebt der Sand besser zusammen. Aha. Das klingt logisch. Wir graben erstmal einen Burggraben. So kriegen wir auch gleich den nassen Sand für die Burg. Boah, Mann, ey! Schwächelst du schon? Das ist voll schwer, das Zeug. Das ist alles feucht. So, damit es ein bisschen schneller geht, habe ich mir Hilfe geholt. Ihr helft mir, richtig? Ja. Sehr gut. Wir brauchen feuchten Sand. Ich buddel euch hier also ein Loch und dann könnt ihr von da immer tiefer schürfen, weil da wird es nass. Findet ihr das auch so anstrengend eigentlich? Ja. Schon, ne? Super wichtig ist, dass der Sand beim Bauen so fest gepresst wird wie möglich, damit keine Luft mehr drin ist, die ihn sonst instabil machen würde. Leute, ich glaube, wir brauchen einen Teamnamen. Wie nennen wir uns denn? Das Bauteam. Das Bauteam. Das Bauteam ist ja schon mal gut. Sonst noch Vorschläge? Das Bauteam. Das beste Bauteam. Das Burgbauteam. Das Bergbauteam? Nee, Burgbauteam. Ja. Was haltet ihr davon, Burgbauteam? Ja. Oder das beste Burgbauteam? Das beste Burgbauteam. Das beste Burgbauteam. Dann brauchen wir jetzt noch einen Schlachtruf, alle die Hände in die Mitte. Und dann rufen wir alle gleichzeitig das beste Burgbauteam bei 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das beste Burgbauteam! Daran arbeiten wir noch, aber das ist schon super. 1, 2. Mit Eimern kann man super das Grundgerüst der Türme bauen. Und mit selbstgemachten Papphütchen die Turmspitzen. Yeah! So, Team, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Da hinten baut die Konkurrenz. Und oh oh, es zieht zu. Ob wir die Burg fertig kriegen, seht ihr gleich. Vorher gucken wir uns mal an, wo Sand noch so überall drin steckt. Zum Beispiel im Glas. Glas ist im Wesentlichen nichts anderes als ein Gemisch aus Kalk, Soda und vor allem Sand, das eingeschmolzen wird. In unseren Mikrochips steckt der Sandbestandteil Silizium. Ohne das gäbe es keine Handys, keine Computer und auch keine Solarzellen. Krass, oder? Sand ist ein super wichtiger Rohstoff. Den meisten Sand brauchen wir zum Bauen. Sand steckt nämlich auch in Beton, und zwar eine ganze Menge davon. Für Beton braucht man Zement. Das ist ein Baustoff und dient als Bindemittel. Richtig viel Sand. So. Und Wasser. So. Das wird jetzt hart und dann ist es fester Beton. Und der besteht eben zu 2 Dritteln aus Sand. Das heißt, für ein größeres Gebäude, zum Beispiel ein Krankenhaus, braucht man 3000 Tonnen Sand. Und für 1 Kilometer Autobahn braucht man 30.000 Tonnen Sand. Das sind über 1000 LKW-Ladungen voll mit Sand für nur 1 Kilometer Autobahn. Wir bauen so viel, dass Sand inzwischen sogar knapp geworden ist. Jetzt könnte man sagen, hä, Sand gibt's doch ohne Ende, zum Beispiel in der Wüste. Stimmt schon. Das Problem ist nur, dass der Wüstensand durch Wind und Wetter ganz rund geschliffen wurde und deshalb nicht so gut zusammenhält. Guckt mal, die runden Sandkörner sehen unter dem Mikroskop ungefähr so aus. Und die verhalten sich wie Murmeln. Weil die rund sind, kann man sie ja auch nicht aufeinander stapeln. Deshalb braucht man zum Bauen am besten eckigen und kantigen Sand, so wie den hier. Weil die halten wie so Bauklötze viel besser zusammen. Man braucht also Sand, bei dem die Körner eckig sind. Den gibt es zum Beispiel in Flüssen oder auch auf dem Meeresgrund. Hier so und da Atlantik und im Pazifik. Die Menschen haben deshalb angefangen, mit solchen Schiffen hier den Sand vom Meeresboden aufzusaugen.
Das Problem ist, auf dem Meeresgrund leben auch viele Pflanzen und Tiere. Und die werden von den Schiffen mit eingesaugt. Die Löcher, die durch das Absaugen auf dem Meeresgrund entstehen, spült das Meer mit Sand von den Küsten wieder zu, wodurch wiederum unsere Strände zurückgehen. Manche Forscher vermuten sogar, dass in nicht allzu ferner Zukunft auf dem Meeresboden nicht mehr genug Sand vorhanden ist. Krass, oder? Auch an Land kann man Sand gewinnen, so wie hier in der Oberpfalz. Hier wird vor allem Kaolin abgebaut. Kaolin ist weißes Gestein, das man unter anderem für die Porzellanherstellung braucht. Hier wird aber auch sehr viel Sand gewonnen. Und der wird über die extra dafür gebauten Bahnen ins Werk transportiert, gewaschen und in verschiedene Größen gesiebt. Je nachdem, was gebraucht wird. Was zu viel ist oder nicht verkauft werden kann, hat man in den letzten Jahrzehnten aufgeschüttet. Und zwar zu dem Berg hier. Der ist so hoch, dass man da sogar mit einem Board runterfahren kann. Deshalb heißt es auch Sandboarden. Und was das genau ist, kläre ich in meiner letzten Checkerfrage. Was ist Sandboarding? Ich habe das Gefühl, dass der, dem das Board da gehört, es weiß. Ich erkenne ihn nur so schlecht von hier unten. Ey, komm mal runter! Na also, geht doch. Hi Sven. Tobi, grüß dich. Grüß dich. Hi. Was machst denn du da? Fährst du mit dem Snowboard einen Sandberg runter oder wie? So sieht das aus. Warum? Weil es geil ist. Oh, das darf ich nicht sagen. Natürlich darfst du es sagen. Wenn es so ist, ist es Bock, oder? Ist es. Das macht richtig Bock. Aber sag mal, der Sand hier, ist das irgendwie ein spezieller Sand, auf dem man gut fahren kann? Also im Vergleich zur Wüste ist er eigentlich schlechter. Die Körner sind sehr, sehr scharfkantig, eckig. Mhm. Dagegen Wüstensand ist ja dadurch, dass er Zehntausende von Jahren von Wind und Wasser rundgeschliffen wurde, rollt er eher. Und der hier bewegt sich halt mal gar nicht. Okay. Also der ist ultra stumpf. Also das ist schon ein Materialfresser hier, der Sand. Das heißt, so das Material macht schon auch dein Board kaputt, oder nicht? Ich meine, so ein Snowboard ist ja eigentlich nicht für Sand gemacht. Ja, das ist jetzt ein umgebautes Snowboard. Ich sage dann immer Sandboard dazu. Das ist ein richtiges Sandboard dann? Jetzt ist es ein richtiges Sandboard. Ich habe hier einen anderen Belag aufgeklebt. Das ist ein originales Snowboard. Mhm. Und wir kleben uns hier einen speziellen Belag auf. Belag, der nennt sich POM. Ist das die Schicht der hier, ist oder was? Sehr, dieses schwarze, genau, was hier oberhalb der Kante ist. Und dieses Material ist halt relativ reibungsunempfindlich. Also das ist zumindest das Material, was bisher am längsten hält. Mhm. Mit so einem Belag fahre ich vielleicht, je nachdem, 20 bis 30 Mal. Dann muss ich damit rechnen, dass er durch ist. Und dann muss ein neuer drauf. So, ich probiere das jetzt auch aus. Die Todesbahn der Verdammnis hier. Das Schlimmste ist nämlich, Leute, ich habe noch nie auf einem Snowboard gestanden. Und auch noch nie auf Skiern. 110 Meter ist der Berg hier hoch. Alter. Ist das steil? Das und ist hoch. Mal richtig steil. Ey, ich habe Angst. Das brauchst du auch, sonst kommst du echt nicht vorwärts. Mach dir da keinen Kopf. Das läuft. Okay, ein paar Tipps kriege ich noch. Schulter nach links und ich fahre einen Bogen nach links. Und umgekehrt. Oh Mann, was für eine bescheuerte Idee. So, wie komme ich jetzt davor? Ja, einfach ein bisschen hüpfen mit dem ganzen Brett. Ja. Okay. Tschüss. Vielen Dank für alles. Du machst das. Hau rein. Yeah, yeah, yeah. Fast. Fast unten. Leute, ich hätte nie gedacht, dass es so sauschwer ist, auf dem Board überhaupt zu stehen. Und wegen der hohen Reibung nimmt man auch gar nicht so schnell Fahrt auf. Ich glaube, ich brauche Svens Hilfe. Aber das waren nur Startschwierigkeiten. Tschüss. Jetzt geht's richtig los. Ha ha ha!
Jesus. Oh Gott. Ich bin unten. Sandboarding ist Snowboarden auf Sand. Das Brett bekommt dafür einen extra Belag, der es widerstandsfähiger macht. Gecheckt. So, zum Schluss zeige ich euch noch, wie es mit unserer Sandburg weiterging. Oh oh. So, unsere Burg ist zwar schon ganz weit, aber es wird immer dunkler und ich glaube, wir schaffen es nicht rechtzeitig. Leute, ich glaube, eure Eltern müssen auch mithelfen. Kann das sein? Ja! Holt die mal schnell. Liebe Eltern, ihr müsst leider alle auch mithelfen. Wir schaffen es nicht, bevor der Regen kommt. Los geht's! Alle dazukommen, genau. Fantastisch. Sehr gut. Ob es mit der Hilfe der Eltern klappt? Das wird ein Rennen gegen die Zeit. Regnet. Na toll. Kaum regnet es ein bisschen, ist das ganze beste Burgbauteam weg. Jetzt stehen wir wieder alleine hier, weißt du? Unfassbar. Egal, Leute, wir machen alleine weiter. Das heißt, nicht ganz. Zumindest einen Helfer haben wir noch. Ich glaube, es wird trotzdem eng. Ist richtig fest geworden. Ups. Jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, welcher Sand eignet sich am besten zum Bauen? A. Runder Sand, B. Eckiger Sand oder C. Gelber Sand? Na, habt ihr die Antwort vorhin entdeckt? Guckt mal. Deshalb braucht man zum Bauen am besten eckigen und kantigen Sand, so wie den hier. Weil die halten wie so Bauklötze viel besser zusammen. Also, richtig war Antwort B. Also Leute, die Sonne ist wieder da. Gerade hatten wir einen krassen Regenschauer, aber unsere Burg steht noch. Großteil des Teams ist auch zurückgekommen. Und ich bin mir sicher, jetzt können wir das Ding fertig bauen. Und die Konkurrenz ist feige abgehauen. Ha. Also, auf zum Endspurt. Beflaggung ist komplett, fehlt noch das Wasser für den Burggraben. Auf die Plätze, fertig und los! Unsere Burg ist fertig. Das ging nur dank euch, weil wir sind das Team. Bestes Burgbauteam! Na also, voll gut. Vielen Dank. Franzi, yeah. Danke. Ich will auch nochmal. Und trotz Regen wird diese Burg niemals untergehen. Also, zumindest steht sie bis morgen. Leute, das war's vom Sand. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.